Sing, sang, song. Ja! Hallihallo, Freunde. Heute geht's mal wieder los auf dem Kurztrip. Also wir haben jetzt Mittwochabend, fahren jetzt los an die Mecklenburgischen Seenplatten. Wo genau, wissen wir eigentlich noch gar nicht. Ich bin mit den beiden Jungs unterwegs aus Kiel, Jonny und Daniel. Dachbox ist das erste Mal drauf. Mal gucken, wie sich das so fährt. Wir fahren auch ein bisschen Autobahn. Hoffentlich habe ich alles fest genug gemacht. Und euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Wir werden bestimmt einiges sehen. Wir haben Angeln dabei, wir werden ein bisschen angeln. Und eine kleine Überraschung habe ich auch noch. Vielleicht hat der ein oder andere es auf Instagram oder Facebook gesehen, was ich als Bild gepostet habe. Also viel Spaß. So, wir sind jetzt gerade angekommen, ist ein bisschen dunkel schon, weil wir haben es irgendwie 10 nach 10 oder so. Um 10 machen die eigentlich schon dicht. Wir haben vorher extra angerufen, dass wir ein paar Minuten später kommen. Die sind hier super, super nett. Also das ist das Naturcamping Malchau oder so nennt sich das hier. Und ja, der war super nett, der Kerl da vorne. Der hat noch extra auf uns ein bisschen gewartet und so. Ja, und jetzt haben wir halt eingecheckt. Ist derbe dunkel, also ich werde morgen den Tag auf jeden Fall auch noch mit in den Vlog hier reinnehmen und bauen jetzt kurz das Zelt noch auf und so. Und dann gucken wir einfach mal morgen weiter, was hier noch so abgeht. Guten Morgen, Freunde. Also, wir sind jetzt gerade aufgewacht. Es ist 8:30, nee, 8:50 ungefähr. Und ja, werden uns jetzt erstmal Brötchen besorgen. Wir haben gestern so welche bestellt. Da vorne ist so Bestellservice hier. Da sind die natürlich immer ein bisschen teurer, aber es war jetzt nicht so schlimm. Wir sind ja so spät gekommen, dann wollten wir uns die gerne abholen. Ja, so sieht unser Lager aus. Gestern war es ein bisschen zu dunkel, um das alles zu zeigen. Und die Jungs, die pennen hier drin, ich bin im Bus. Und am Freitag kommt meine Freundin dann noch wahrscheinlich nach der Arbeit, weil sie arbeiten muss. Und ja, jetzt frühstücken wir erstmal genüsslich was und dann zeige ich euch mal hier so ein bisschen die Umgebung. Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch noch ein bisschen die Umgebung. Jetzt probieren wir mal ein neues Spielzeug aus. Also es ist nur ausgeliehen, aber mal schauen, wie das wird. Freunde, also wir haben uns jetzt ein bisschen was ausgedacht. Und zwar steht da ja noch das Geschirr von gestern und wir haben jetzt einfach gesagt, oder beziehungsweise ich habe so den Vorschlag gehabt, wir machen jedes Mal Xing Shang Chong, wenn wir jetzt abspülen müssen und zwei Leute müssen dann immer abspülen. Also einer kann sich dann rausspielen. Also falls ihr euch irgendwie wundert, dass öfter mal Xing Shang Chong auftaucht, dann ist es deswegen. Also los geht's. Xing Shang Chong. Xing Shang Chong. Xing Shang Chong. Xing Shang Chong. Ja! Ja, Mann! Kannst du was reinpacken? Wir haben uns jetzt so einen Angelschein extra mitgenommen und so, wollten jetzt ein bisschen hier angeln gehen. Wir haben alles aufgeladen und haben uns hier jetzt sowas besorgt, dass wir halt angeln dürfen. Das kostet jetzt pro Person 16 Euro. Und das Boot kostet dann nochmal 16,50 Euro, wir haben so ein kleines Ruderboot genommen hier, damit wir so ein bisschen auch rumschippern können und so. Ist auf jeden Fall herbwarm, mal gucken, ob das überhaupt geht mit dem Angeln und so, weil das nicht so das beste Wetter zum Angeln ist. Aber mal schauen, ihr werdet das ja alles mitkriegen und ja, wünscht uns Petri Heil. Wir sind jetzt durch mit dem Angeln.
Wir haben uns einen kleinen Sonnenbrand geholt, oder zumindest auf jeden Fall ich habe die Schultern verbrannt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Auf jeden Fall war es gut warm, auch viel zu warm, um zu angeln halt. Wir haben zwei kleine Fische gefangen. Das war jetzt nicht so die Ausbeute, aber wir haben ja für 24 Stunden diesen Schein sozusagen und auch das Boot. Wir werden dann heute Abend auf jeden Fall nochmal los und jetzt geht es auf jeden Fall einmal ins Wasser. Wir sind jetzt wieder am Campingplatz angekommen und hier fliegt immer so ein Jungchen, irgendwie so ein RC-Hubschrauber und so, und das will ich euch mal ganz kurz zeigen, weil er scheint das ein bisschen drauf zu haben. Ching Chang Chong. Ja, ich bin. Oh mein Gott, ich habe euch beide genutzt. Nein, Mann. So, wir sind jetzt nochmal zum Angeln gegangen, beziehungsweise gehen jetzt noch einmal rauf. Ich möchte das Video hiermit auch beenden. Wenn ihr dann sehen wollt, irgendwie wie erfolgreich wir waren, dann schaltet morgen wieder ein, beziehungsweise beim nächsten Vlog. Da werdet ihr das dann alles sehen. Hier testen wir jetzt gerade nochmal, welches Boot am geilsten ist. So, und ja, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Mit den Drohnenaufnahmen, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten natürlich, da muss ich noch mal versuchen, was so geht. Und ja, dann gerne abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!